Ja, Herr Gabriel, Sie haben absolut recht. Ich war vor 2 Jahren auf einer Podiumsdiskussion am Weltflüchtlingstag in Stuttgart eingeladen. Und man hat mich gefragt, was kann man für diese Menschen tun? Und da gab es Herr Frank Franke von Luftfahrt ohne Grenzen und da ging es nur um die humanitäre Hilfe. Langfristig, selbstverständlich, die Menschen haben Hunger, sie müssten ja fliehen, sie dürfen gar nichts mitnehmen. Aber langfristig, was tun diese Menschen? Ein Stück Brot und ein Zelt und dann, was passiert dann? Gar nichts. Deswegen, die Forderung war da. Selbstverständlich, ja, rein juristisch gesehen, sind die indigene Völker geschützt. Weil wir haben die UNO-Resolution 61/295, Deutschland hat diese UNO-Resolution unterzeichnet, das war im Jahr 2009. Man hat sich verpflichtet, wohlgemerkt, das indigene Volk Mesopotamiens zu unterstützen. Sie sind besonders gefährdet, selbstverständlich, weil sie Christen sind, aber auch, weil sie das indigene Volk sind. Es gibt territoriale Ansprüche seitens der Peschmerga. Andererseits sind die Sunniten da. Sie wollen auch einen Teil dieser Ebene haben, Nineveh-Ebene. Und dann haben wir das Problem mit den Schiiten im Süden. Nur die Frage ist, wenn es um Vernunft geht und wenn wir Menschenrechte oder egal wie wir das nennen, die Rechte dieser Individuen berücksichtigen wollen, dann müssen wir uns etwas überlegen. Ich kann mich erinnern, vor vielen Jahren gibt eine Organisation, nennt sich ELO, Paragraph 169 steht es drin, dass man diese indigene Völker Mesopotamiens anerkennt. Dazu gehören Assyrer, Chaldeer, weil sie gehören, und Aramäer, und weil man zum selben Volk gehört. Nur am 27. März gab es eine Plenarsitzung im Bundestag. Ich bin selbst auch Mitglied der CDU, und deswegen bin ich halt sehr engagiert und versuche, so viel wie möglich zu bewegen. Und das wurde abgelehnt mit der Begründung, und zwar seitens der Bundesregierung und der CDU. Die Begründung lautete, die Bundesregierung würde sehr viel für die Menschen tun. Ich kann verstehen, wir haben Probleme. Natürlich, wir haben die indigene Völker in Amerika, Südamerika. Viele Firmen haben vielleicht ihre Ländereien halt in Anspruch genommen und so weiter. Aber hier geht es um nacktes Überleben. Also wir müssen das jetzt nicht ILO 169 nennen. Wir können das irgendwie anders nennen, aber wir müssen sofort handeln. Ich habe mich mit Christen unterhalten, die im Moment halt, wir haben etwa 2 Millionen Flüchtlinge, glaube ich, christliche Flüchtlinge, in Jordanien, Libanon, Türkei teilweise. Also in der Türkei geht es ihnen sogar noch schlimmer als in Jordanien oder anderen Orten. Die wollen natürlich alle nicht zurück. Sie haben Angst. Und das ist auch berechtigt. Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Wir haben Iran verlassen, weil wir nicht wussten, was auf uns zukommen wird. Und wir brauchen eine Schutzzone. Und das ist nicht ein Geschenk, sondern das ist das Land dieser Menschen, das sogenannte assyrische Dreieck. Die Assyrer haben jetzt das Jahr 6767 gefeiert. Das ist das älteste und das erste Datum oder Kalender der Welt. Es sollte nicht das letzte Jahr sein, um Gottes Willen. Und wenn wir wollen, dass das Christentum im Nahen Osten erhalten bleibt, dann müssen wir etwas dagegen tun. Dankeschön.